Googles neue KI-Ära ist da. Komplett diesmal, also fast. Google Gemini Ultra, also die stärkste Version ihres KI-Modells, soll es laut Google selbst mit der aktuell besten KI für Sprache GPT-4 aufnehmen können. Dazu kommen die neue Gemini-App, die den Google Assistant schon jetzt vollständig ersetzen soll und damit auch euer komplettes Google Smart Home steuern kann. Und ich habe das jetzt alles mal für euch getestet. Ihr bekommt alle Informationen zum neuen Modell, einen Vergleich zu GPT-4 und einen Test zu der App, die man, wenn man weiß wie, durchaus eigentlich auch schon in Deutschland installieren und benutzen kann. Aber fangen wir vorne an. Google Gemini kommt in drei Varianten: Nano, Pro und Ultra. Nano ist einfach noch nicht da und soll vollständig auf dem Smartphone laufen können, also ohne Internet. Pro ist seit dem 1. Februar auch in Deutschland kostenlos verfügbar, aber eben nur so gut wie GPT-3.5. Und ja, das alles reicht für die App und den neuen Assistant eigentlich auch aus, aber Ultra ist letzten Donnerstag veröffentlicht worden und, naja, nicht kostenlos. Ihr braucht ein Google One AI Premium Abo, welches es aktuell 2 Monate gratis gibt, also gut Zeit, um das Ganze mal zu testen, und sich Gemini Advanced nennt. Ja, Namensgebung, komplett Googles Ding. Ihr könnt froh sein, wenn ihr das ganze Drama mit Bart und Assistant mit Bart und Gemini Assistant und noch mehr verpasst habt. Naja, egal. Es gibt Normal und Ultra, das reicht für uns. Und Ultra kostet 21,99 € im Monat, was wirklich, wirklich viel ist. Ihr bekommt aber dafür auch 2 TB Google Drive Speicherplatz. Das Lustige ist, im Google One Abo mit 5 TB ist die AI nicht mehr drin. Es ist zwar mehr Speicher, aber keine AI mehr. Naja. Das und noch einige mehr Patzer von diesem ganzen Gemini-Ding werdet ihr durch das ganze Video durchstreut finden. Aber die versprochene Integration in Google Docs und in Gmail ist auch noch nicht vorhanden, soll aber bald kommen. Kurz zum Preis. 22 € im Monat ist wirklich viel. Schaut man sich allerdings die Konkurrenz an, ist das gar nicht so viel teurer. Der Microsoft Copilot für Office und Co. zum Beispiel macht genau dasselbe. Auch 22 € im Monat für die Pro-Version und kostenlos dann für die normale Version. ChatGPT Plus hingegen kostet sogar nur $20, ist also ein kleines bisschen günstiger. Dafür gibt es eben bei Google, wie gesagt, diese 2 TB Speicher ungefragt obendrauf. Wenn ihr die wirklich brauchen könnt, ist das natürlich top-notch und ein gutes Angebot, aber ich rate mal, dass die meisten sich anders von euch versorgen. Aber lasst uns endlich zum Test kommen. Denn was man deutlich sieht, KI wird echt immer besser. Allein, dass ich euch das alles gleich zeigen kann, ist der Wahnsinn. Und ich habe für heute auch mal bei unserem Partner Wirbo ausprobieren dürfen, wie sich multinationale KI-Avatare anfühlen. Ein Bereich, in dem Gemini übrigens noch ordentlich nachlegen muss. Bedenkt bitte, dieser Kanal hier ist natürlich rein educational. Stellt euch vor, was passiert, wenn ich meine Videos in einer anderen Sprache vertonen kann. This is the ultimate stress test for IT people. Das ist eigentlich ziemlich geil, oder? Diese AI-Presenter haben wir schon einige Male gesehen. Sie werden immer besser und besser. Wie ein Beat, der knallt, nur Echtheit, Respekt. Und dadurch leider bei solchen trockenen Themen auch gerne ein bisschen langweilig. Deswegen habe ich ein bisschen Spaß gehabt damit. Straight out of hood, auf Hafti-Baba-Level, weißt du Bescheid, Digga. Cringe. Warum? Naja, all das wird immer besser und schaut euch mal die Lippensynchro an. Sinnvollerweise kann ich sogar einfach Videos auf Deutsch erstellen und dann übersetzen lassen. In meiner Stimme und in zig Sprachen. Das ist der ultimative Stresstest für ITler. I will show you a picture with code if you have no problem with that. Bist du nicht gestresst? Das ist natürlich noch nicht perfekt, aber vergleich das mal mit dem, was wir vor einem Jahr hatten. Neu schreiben. In einem anderen Stil oder ergänzen, falls euch noch irgendwas in einem Video auffällt, beziehungsweise einarbeiten von Kommentaren. Das alles könnte die Regel von Social Media neu schreiben und ich verfolge diese Entwicklung sehr gespannt. Wenn ihr ganz vorne dabei sein wollt und trotzdem so eine unfassbare Einfachheit einfach genießen wollt, dann checkt definitiv unseren Partner Wirbo aus, der Link ist unten in der Beschreibung. Ich freue mich auf eure Ergebnisse, taggt mich ganz gerne in euren Instagram Stories damit. Okay, wie gut ist aber nun Google Gemini Ultra wirklich?
Ich habe dieselben Befehle bei der Plus-Version von ChatGPT und bei Gemini Advanced ausgeführt, um einen direkten Vergleich für euch zu haben. Diese Art von Test ist übrigens der erste von vielen, die ich noch plane. Ich habe versucht, mich so sehr an den Alltag zu halten, wie ich kann, und Coding etc. auf dem anderen Kanal dann später zu behandeln. Ich wäre euch deswegen ultra dankbar, wenn ihr mir sagt, was ihr gerne noch hättet oder was euch fehlt in diesem Test. Und das hilft mir natürlich sehr weiter, um die Videos für euch dann am Ende auch wieder besser zu machen. Deswegen danke dafür schon mal. Das Problem für Large Language Models war bislang immer, dass sie einige Monate mit ihrem Wissen zurückhängen. ChatGPT hat das als erstes so richtig gelöst und googeln gelernt. Also, naja, mit Bing halt. Gemini kann wirklich googeln. Ist ja von Google. Fragt man also zum Beispiel direkt nach den täglichen News, dann bekommt man einen sinnvollen Roundup, was eigentlich in der Welt geschieht. Bei beiden Modellen übrigens. Allerdings ist Gemini, finde ich, aufgeräumter und etwas vielseitiger aufgestellt, was die News angeht, und es ist auf meinen eigenen Standort sogar angepasst, was mich wirklich überrascht hat. Allerdings bekomme ich trotzdem irgendwie keine lokalen Nachrichten, obwohl sie meinen Standort nutzen. Die soll ich mir dann trotzdem bitte selber holen. Das ist irgendwie, finde ich, eine verpasste Chance. Schneller verstanden, was ich möchte, hat ChatGPT. Auch, dass die Links als Zitat angeführt waren, fand ich besser bei ChatGPT als bei Google. Alles in allem würde ich in dieser Kategorie hier also ein Unentschieden vergeben. Spannend wird es aber nochmal, wenn man sich einen speziellen Artikel zusammenfassen lassen möchte. Das mache ich zum Beispiel relativ häufig, um erstmal zu wissen, ob das überhaupt für mich sinnvoll ist, den zu lesen. Klar, im besten Fall geht das im Browser, Edge oder Chrome bald vermutlich, aber es kann natürlich trotzdem nützlich sein, wenn ich einfach kurz einen Link kopieren kann und dann in den Chat und go. Gemini kann leider keine Links öffnen. Es kann aber nach dem Titel des Artikels suchen, was dann relativ schnell zum selben Ergebnis führt. Qualitativ fand ich aber auch hier die Ausgabe von Gemini besser als die von ChatGPT. Würde man das Prompt natürlich besser formulieren, sähe das Ganze vermutlich anders aus. Der Punkt ist also auch hier wieder unentschieden. Usability geht wieder an ChatGPT, die Qualität an Gemini, und das finde ich sehr spannend. Ich habe anschließend einen Songtext generieren lassen, ein Test dafür, wie kreativ die Ausgabe sein kann. Das Thema war mit Kindheit vorgegeben, der Stil mit den Metal-Bands, die ich als Referenz angegeben habe. Das hat beide Male relativ gut funktioniert. Die erste Version hat mir allerdings bei ChatGPT besser gefallen. Aber nach nur kurzem Nachfragen war auch Geminis Ausgabe wirklich sehr, sehr gut. Ich würde hier trotzdem den Punkt an ChatGPT für das bessere Verstehen meiner Anweisung geben. Nun wollte ich aber auch die Kreativität in der Wortgewandtheit testen. Klar, das war davor schon ein bisschen gegeben, aber wie wäre denn hier zum Beispiel eine Deutschrap-Version? Und ich möchte, dass ihr euch das hier mal anschaut. Alter, hör mal zu, ich erzähl dir mein Scheiß. Kindheit war ein Albtraum, voller Hass und Dreck. Vater war ein B***er, Mutter ne Nutz. Trotzdem kämpfe ich weiter, f*** dich und deine Welt. Aschenregen, mein Leben wird niemals zerfetzt. Googles Gemini hat sich hier mal so richtig gar nicht gescheut, auch mal die Dirty Lines zu spitten. Cringe intended. ChatGPT weigert sich allerdings natürlich vehement, irgendwas Vulgäres auszugeben. Die Kreativität ist da dann am Ende zweitrangig. Der Punkt geht deswegen klar an Google. Womit wir eigentlich schon einen Kernpunkt haben. Sprachen. ChatGPT hat ein wahres Arsenal an Sprachen zur Verfügung. Gemini kann gefühlt gerade mal so Deutsch. Am Anfang hat man, wenn man Deutsch gesprochen hat, nur Gemini Pro statt Ultra bekommen, auch wenn man das Ultra-Abo hatte. Wenn ich möchte, kann ich mir aber bei ChatGPT einen Essay auf Isländisch, einer vom Aussterben bedrohten Sprache, erstellen lassen. Auch was Zungenbrecher in mehreren Sprachen angeht, schafft Google es zwar, einzelne Sätze in einer Sprache zu bauen, aber das sprachliche Mischen in einem Satz von mehreren Sprachen? Nein. Der Punkt geht also eindeutig auch wieder an ChatGPT. Als nächstes habe ich ein Rezept anpassen lassen. Ich habe das Rezept kopiert und eingefügt, was eigentlich sogar fast nochmal ein Test für sich ist, weil die Formatierung das definitiv nicht überlebt hat. Allerdings versteht Gemini das feine Detail, dass ich kein Milcheiweiß vertrage, überhaupt nicht. Das Ei muss man für Milcheiweiß nicht ersetzen. Und Milch war eigentlich gar nicht im Rezept. Auch sahnensteifes ohne Milcheiweiß, die zusätzlichen Rezeptideen fühlen sich zudem auch fehl am Platz an. ChatGPT hingegen hat eigentlich so ziemlich die optimale Lösung hervorgebracht, was bedeutet, es hat tatsächlich das Detail mit dem Milcheiweiß als solches erkannt und soweit verstanden, was das auch tun soll. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber es könnte auch an der Art liegen, wie Gemini Sprache verarbeitet, denn auf Englisch war die Antwort zumindest gefühlt deutlich besser.
Der Punkt geht dennoch hier an ChatGPT. Im Bereich technische Hilfestellung, da könnte ich stundenlang recherchieren, referieren. Was kennt die KI zum Beispiel alles, was nicht? Wie gut, wie tief, wie detailgetreu versteht sie die Fragen? Das wird für die ITler auf meinem anderen Kanal kommen, The Morpheus Tutorials, falls ihr den noch nicht kennt. Hier war ich erstmal pragmatisch. Ich habe ein erstes Projektlayout für einen Smart Mirror angefragt. Das ging ohne Probleme und beide haben wirklich gute Vorschläge für Software und für Hardware gehabt. Bei Nachfrage wegen einem 3D-Druckprojekt konnten mir beide Tipps für härtere, stabilere Drucke geben, die sinnvoll sind. Zum Beispiel ein anderes Filament, langsamer drucken, Infill erhöhen, das sind super Tipps. Besonders positiv ist mir hier bei Gemini eine Sache aufgefallen, und zwar, dass Nachfragen zu dem Projekt von selbst kamen. Die helfen der KI dann am Ende, die Anfrage besser zu beantworten. Bei ChatGPT gebe ich das normalerweise immer selbst in meinen Prompt ein, dass es Rückfragen stellen soll, die ich dann beantworte, damit es besser wird. Ich finde es gut, dass das bei Gemini schon direkt mitkommt. Bei ChatGPT hingegen ist mir sehr positiv aufgefallen, dass es mehr outside the box denkt. Es hat mir nicht nur Tipps zum eigentlichen Druckvorgang gegeben, sondern auch für die Nachbearbeitung, die auch sehr wichtig ist. Konkret das Überziehen des Drucks mit Epoxidharz, das alles nochmal deutlich stabiler machen soll. Das ist absolut sinnvoll und funktioniert auch. Daher ist das hier für mich ein Unentschieden. Und das ist eigentlich ein sinnvoller Übergang. Warum 3D-Druck? Warum nicht Code? Nun, ich wollte wissen, ob es auch meine Fehler anhand eines Bildes erkennen kann. Und das ging bei beiden KIs. Die Fehler wurden erkannt. Nur hätte Gemini hier erkennen können, dass das Modell einfach flach am Boden liegt und fehlende Stützen daher eigentlich eher keine Fehlerquelle sind. Aber jeder einzelne Tipp ist sehr, sehr gut gewesen. Das finde ich echt gut. Auch das nächste Bild, die Frage, wie man einen speziellen Cocktail macht, wurde von beiden KIs sehr gut beantwortet. Das Schwierige war nämlich, das war kein Standard-Cocktail, sondern eine Variante mit zusätzlichem blauen Likör drin. Es wurde erkannt, was man nutzen könnte, um einen ähnlichen Cocktail zu erzielen, und sogar die blaue Farbe wurde von beiden direkt richtig erkannt und eine Lösung wurde vorgeschlagen. Ein bisschen weird, dass ich 10 Minzblätter nutzen soll, aber naja. Noch etwas schwerer ist, finde ich, eigentlich sogar die Datenanalyse. Ich habe mehrere hunderte Filme und Serien bei IMDb bewertet, wodurch mein Geschmack eigentlich recht deutlich wird. Bei IMDb kann man dann die Daten runterladen und anschließend habe ich die mal bei ChatGPT hochgeladen. So lasse ich mir meistens neue Filme vorschlagen. ChatGPT kann die Datei dann selbst lesen, Code dafür ausführen und so weiter. Googles Gemini kann das leider nicht. Gar keine Code-Ausführung, keine Datenanalyse, keine Dateien hochladen. Mit Ausnahme von Bildern. Daher habe ich einfach beiden die Daten per Copy-Paste reingehauen. Kann ich ja auch machen. Einfach den Text kopieren und dann einfügen. Gemini hat mir erst einen sehr, sehr alten Film vorgeschlagen. Etwas, was ich für gewöhnlich eigentlich nie schaue. Ich bin nicht so der Klassikgucker. Nachdem ich das aber gesagt habe, bringen beide KIs den exakt selben Film als Vorschlag. Und sogar danach nochmal die exakt selbe Serie, die ich mir dann reinziehen soll. Also ich denke mal, ich werde heute Abend The Arrival dann gucken und ab morgen dann Dark. Mir wurde aber damit nichts vorgeschlagen, was ich schon gesehen habe. Und ich glaube auch nichts Unpassendes. Und das ist sehr, sehr gut. Dennoch geht der Punkt hier klar an ChatGPT wegen der Code-Execution-Funktion. Die schreibt Code für euch und kann so deutlich flexibler Dinge berechnen. Dadurch ist alles, was mit Mathe, Datenanalyse und so weiter zu tun hat, sehr, sehr viel akkurater. Das war hier zwar nicht nötig, aber es gibt einige Fälle, wo man das sehr gut brauchen kann. So, als nächstes habe ich versucht, einen Witz erstellen zu lassen. Mal gucken, ob die Dinger Humor haben. Zu meiner Überraschung war der Test sehr schnell vorbei. Google weigert sich einfach vollständig, irgendwas zu erstellen. Und ChatGPTs Antwort macht einfach gar keinen Sinn. Naja. Dann erzähle ich euch ein. Why did the programmer quit his job? Because he didn't get a raise. Der stammt aber dann doch von Gemini. Allerdings klappt das wohl nur auf Englisch derzeit. Und auf Englisch sind auch die von ChatGPT lustig. Ein alter Klassiker für euch. Warum verwechseln Programmierer immer Halloween und Weihnachten? Weil Oct 31 Deck 25 ist. Ja, ich würde sagen unentschieden. Ihr könnt aber natürlich auch mit beiden Systemen Bilder erstellen. ChatGPT kann es immer, Gemini aktuell ausschließlich, wenn ihr euch mit einem VPN in die USA reintunnelt. Ich habe versucht, ein neues Logo für die Bootstrap Academy zu erstellen. Kostenlose Bildung im Bereich IT und Informatik. Dabei kam erstmal, ich sag mal, wenig Gutes raus.
dann habe ich das aktuelle Logo mit reingemischt. Das von ChatGPT war nach einigem Hin und Her eigentlich ganz gut brauchbar. Das von Gemini mag ich noch immer nicht wirklich. Ein Bild von mir als Van Gogh-Gemälde ging bei ChatGPT auch ganz gut, bei Gemini ging das überhaupt nicht. Google sperrt jegliche Bilderstellung, sobald es einen Menschen erkennt. Ich vermute wahrscheinlich wegen Persönlichkeitsrechten, was etwas schade ist, denn ChatGPT kriegt es ja auch hin. Ich hoffe, das wird also noch gefixt. Ein Bild von Cyborg-Lumanda hingegen, das können beide erstellen. An der Stelle ein ganz kurzer Shoutout an mein Video über Palworld, in dem es extrem detailliert um das Urheberrecht und KI geht und damit die Frage, ob ChatGPT oder Gemini das überhaupt können sollten. Dennoch haben mir hier eigentlich die Ausgaben von DALL-E 3 auch deutlich besser optisch gefallen. Ich muss nicht in die USA und ich bin weniger limitiert. Deswegen gewinnt ChatGPT auch diese Runde. Und das muss ich nochmal ganz kurz betonen, das hat mich drastisch überrascht in einem negativen Sinn von Google. Denn eigentlich sollte Gemini Ultra multimodal sein und damit einen deutlich besseren Bildgenerator haben als DALL-E 3, das abgekoppelt von GPT-4 eigentlich arbeitet. Und auch beim nächsten Thema war ich hart von Google enttäuscht. Beide KI-Hersteller sind natürlich ganz auf der Seite, unsere KI kann nicht missbraucht werden. Sie fahren aber unterschiedliche Ansätze. Google verweigert bei einer Anfrage von positiven Effekten von psychoaktiven Pilzen einfach vollständig die Antwort. ChatGPT hingegen lässt sich auf das Thema ein. Dazu muss man natürlich sagen, dass das natürlich eine illegale Substanz ist, aber sich darüber zu informieren, ist es nicht. Und das sollte es meiner Meinung nach auch nie sein. Denn Forschung kann uns nur weiterbringen, wird aber bei Google durch ihr Alignment verhindert. Man kann sogar sehen, wie Gemini erst eine Antwort produziert und plötzlich sich selbst blockiert und die Antwort wieder löscht. Und das ist sehr, sehr schade. Und auch bei Homosexualität geht es in dieselbe Richtung. Ich habe mich zum Test mal in die Vereinigten Arabischen Emirate mit dem VPN begeben und dort mal gesagt, dass ich homosexuell bin und was ich jetzt tun soll, ob ich in Gefahr bin. Auf Arabisch übersetzt natürlich, damit das Ganze echt wirkt. Randnotiz für euch, das ist da definitiv illegal und ich wollte rausfinden, wie die beiden KIs darauf reagieren, weil es ja eigentlich auch in dem Land möglich ist, sie beide zu benutzen. ChatGPT gibt sinnvolle Hilfestellung und Google, again, blockt einfach die Antwort. Das scheint ihre Lösung für so ziemlich vieles zu sein und das ist sehr, sehr schade und recht einfach. Der Punkt geht definitiv an ChatGPT. Und damit kommen wir zu den Punkten, die sich auf das gesamte System beziehen. Wir starten mal mit dem Preis. Betrachtet man das reine KI-System, ist GPT-4 mit $20 ein wenig günstiger, aber das ist fast vernachlässigbar. Bei Google gibt es für die 22 Euro noch einiges dazu mit 2 Terabyte Speichern, nach denen aber absolut niemand gefragt hat. Und bald auch eine Integration in Gmail und in Google Docs. Damit liegen sie auf einem sehr ähnlichen Preis wie Microsofts Copilot. Aber wann Gmail und Google Docs jetzt kommen, weiß man noch nicht und wir bezahlen es ja jetzt schon. Das Ganze könnte es aber natürlich für sehr viele deutlich attraktiver machen wie ChatGPT. Ich würde diese Kategorie deshalb erstmal als faires Unentschieden bezeichnen. Bei der Nutzerfreundlichkeit sieht es aber ein bisschen anders aus. ChatGPT öffnet Links, es hat den GPT-Store, wo man seine Prompts mit anderen teilen kann und das ist wirklich sehr wertvoll. Leider hat GPT-4 die Angewohnheit, am Anfang immer etwas nervigen Intro-Kram zu jeder Antwort zu schreiben, den man eigentlich nicht braucht, aber das geht weg, wenn man richtig promptet, aber dafür hat einfach niemand die Zeit. Bei beiden könnt ihr Gespräche mit anderen teilen und Bilder easy mit Copy-Paste einfügen. Allerdings beim Teilen ist ChatGPT noch immer nicht in der Lage, Bilder mitzuteilen. Gemini hingegen unterstützt auch Audioaufnahmen im Browser. Ich kann also einfach direkt lossprechen, während ChatGPT das seit Monaten nur in der App hat. Allerdings ist Gemini auch maßlos intransparent, welches Modell eigentlich gerade arbeitet. Es war für mich, für diesen Test hier, wirklich, wirklich schwer, immer Gemini Ultra zu benutzen und ich kann euch auch nicht sagen, ob ich das wirklich getan habe. Laut Gemini selbst wird im Hintergrund einfach hin und her gewechselt zwischen Pro und Ultra, je nachdem, welche Aufgaben man der KI stellt. Vielleicht waren auch die guten Antworten einfach von Gemini mit der Ultra-Version erstellt und die, wo ich gesagt habe, die sind nicht so gut, waren mit Pro erstellt. Ich kann es nicht sagen, denn es steht nirgends dabei und ich kann es auch nicht auswählen. Und das ist übel, denn ich bezahle 22 Euro im Monat dafür, damit ich immer gute Ausgaben habe. Bei ChatGPT benutze ich nie die Version 3.5, sondern immer 4, weil die Ausgaben so viel besser sind.
Auch die Sprache ist bei Gemini irgendwie ein Faktor, welches Modell genutzt wird. Also, wenn ich Englisch rede, vielleicht eher Ultra, wenn ich Pro nutze, vielleicht dann doch nicht. Und das geht meiner Meinung nach gar nicht. Der Punkt geht definitiv an ChatGPT. Schauen wir uns aber die Geschwindigkeit an, dann müssen wir Gemini eindeutig etwas geben. Ich habe während dem Test eigentlich immer ungefähr gleichzeitig bei beiden Prompts das Ganze abgesendet. Gemini war schneller bei der Internetrecherche, beim Erstellen der Textantwort, schneller beim Verstehen und sogar auch beim Generieren von Bildern. ChatGPT ist sehr, sehr langsam im Vergleich. Der Punkt geht definitiv an Google. Zuletzt aber auch noch kurz den Datenschutz angesprochen. Denn alles, was man bei Gemini eingibt, kann von einem Google-Mitarbeiter gelesen und analysiert werden. Das ist bei ChatGPT nicht anders. Allerdings gibt es bei ChatGPT seit einer Weile Teams. Und das ist ziemlich wertvoll. Bei Teams zahlt man $5 mehr im Monat. Dafür hat man Enterprise Privacy als Versprechen. Niemand sieht sich die Chats an und die Ein- und Ausgaben werden nicht mehr genutzt, um weitere KIs zu trainieren. Zumindest sagen sie das. Und das ist schon ein wichtiger Bonus, um sich freier unterhalten zu können. Man muss dann zwar beim Preis eigentlich den Punkt an Google abgeben, aber ganz ehrlich, ob 23,22 oder 22 Euro, das macht dann doch am Ende nicht so einen großen Unterschied. Beim Datenschutz geht deshalb der Punkt an ChatGPT. Und damit muss man jetzt eigentlich sagen, ChatGPT ist der eindeutige Gewinner dieses ersten Vergleichs. Und das, obwohl ich eigentlich die Antworten selbst von Gemini besser fand. ChatGPT hat an anderen Stellen die Nase vorne. Es ist nicht so sehr zensiert wie Gemini und es hat einige Features, die es einfach deutlich nutzbarer macht. Aber natürlich ist Google einfach auch noch nicht so lange relevant in dem Game und konnte noch nicht so lange Daten sammeln, um das Ganze zu verbessern. Denn ich denke, das wird sich bei Gemini wirklich bald ändern. Und sie haben noch ein weiteres fettes Ass im Ärmel. Die Mobile App. Hier hört der Vergleich mit ChatGPT auf, denn ChatGPT ist für diesen Fall nicht gemacht. Die Mobile App gibt es zwar von denen auch, aber die tut etwas völlig anderes. Denn Google hat Gemini auch so designt, dass es den Google Assistant vollständig ersetzen soll. Zum Vergleich, damit kann man Nachrichten schreiben, Kalendereinträge erstellen, Erinnerungen, Timer und so weiter verwalten. Aber es wäre ja übel sinnvoll, wenn man das in einem Dialog machen könnte. Ein Thread, wie er bei ChatGPT und Gemini im Normalfall auch erstellt wird, erlaubt das Hin und Her in einem Gespräch, wodurch man Dinge besser formulieren kann. Ihr könnt die Gemini-App auch in Deutschland schon nutzen, auch wenn sie noch nicht offiziell erhältlich ist. Dazu könnt ihr entweder den Standort eures Google Store-Accounts in die USA schieben, aber das geht einfach nur einmal im Jahr und ihr seid dann halt dort dran gebunden. Einfacher ist es, in den Einstellungen zu aktivieren, dass Apps aus unbekannten Quellen installiert werden dürfen und die App dann von APK-Mirror runterzuladen und zu installieren. Trotzdem Achtung, bei APK-Mirror sind definitiv auch Malware-Apps auf der Seite, also nicht einfach irgendwas von dort installieren bitte. Die App zwingt euch dann aber leider erstmal dazu, den Assistant vollständig auf Englisch zu stellen. Sie deaktiviert auch das Hey Google, das wird danach nicht mehr gehen. Man kann es wieder zurückstellen, aber dann geht Gemini nicht mehr. Also, sie wird die Standard-App für den Assistant auf eurem Gerät. Ihr könnt die Gemini-App nicht verwenden, auch nicht zum Tippen wie auf der Webseite, wenn ihr den Google Assistant behalten wollt. Und das ist eine weitere wirklich, wirklich dumme Entscheidung. Denn die Gemini-App kann nichts. Also in der Theorie soll es alles können, was der Assistant kann, aber in der Praxis hat halt das wenigste geklappt. Wie etwa das Konvertieren von Dollar in Euro. Es kommt auch keine gesprochene Antwort, sondern nur eine geschriebene, die ich zwar vertonen lassen kann, aber halt nicht ohne meine Hände zu benutzen. Der Kalender hat einigermaßen geklappt, die Shoppingliste überhaupt nicht. Der Dolmetscher-Modus absolut nicht. Und das Buchen eines Tisches in einem Restaurant will ich euch mal ganz kurz länger illustrieren. Ich frage nach einem Restaurant. Es findet es nicht. Ich buchstabiere und es findet es via Google Maps. Das ist ganz geil und ziemlich mächtig. Sogar die Telefonnummer wird mir direkt in der Ausgabe angezeigt. Toll! Aber wenn ich dann sage, dass es angerufen werden soll, werden mir nur meine eigenen Kontakte angezeigt. Und das ist doch der eigentliche Vorteil, dass ich einen Thread habe. Und dieser Thread erlaubt mir Kontext zu meiner Ausgabe. Und das geht einfach verloren. Und mit dieser Erfahrung bin ich nicht alleine. Gemini hat im Store eine relativ miese Bewertung bislang. Denn warum brauche ich einen Ersatz für den Google Assistant, der dann zwar ein starkes KI-System hat, aber dafür kann ich es nicht ohne Hände bedienen?
oder meine Apps oder gar mein Smart Home ansteuern. Das geht nämlich alles nicht. Mein Fazit also, Google hat auch dieses Release absolut durchgezwungen. Die Apps sind noch nicht fertig. Der Gemini Assistant ist bislang nur eine sprachgesteuerte Desktop-Version und das nur auf Englisch. Um das Alignment hat man sich auf eine relativ schwache Art und Weise gekümmert, dabei steckt aber wirklich, wirklich viel Potenzial auch in Gemini. Die Antworten selbst sind nämlich oft besser als die von ChatGPT und das deutlich schneller. Gemini hat das Potenzial, das beste Sprachmodell zu sein, aber es ist halt einfach noch nicht fertig, noch nicht polished. Das, was ChatGPT seit dem Release von GPT-4 verbessert hat, diese Menge an Informationen und dieses Polish, das fehlt Google noch und das merkt man. Ich nutze Gemini nun aber dennoch im Tandem mit ChatGPT. Ein Ping-Pong zwischen den beiden stärksten KI-Systemen hat schon so manche Antwort von ChatGPT nochmal deutlich verbessert. Und wenn ihr wirklich das Geld für beide Systeme habt oder es vielleicht beruflich sogar braucht, so wie ich, dann kann ich euch das sehr empfehlen. Aber ansonsten solltet ihr abwägen, was euch wichtiger ist und dementsprechend dann natürlich wählen. Welcher der Aspekte ist euch denn eigentlich am wichtigsten? Wie findet ihr die Ausgaben selber? Und was sollte ich eigentlich auch noch unbedingt testen? Schreibt mir das mal unten in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.